Für wen sind die sich im Bau befindlichen Konzentrationslager in der Ukraine? Handelt es sich wirklich nur um harmlose Migrationszentren und welche Rolle spielt dabei die EU? Amerikanische Kämpfer in der Ukraine. Eine Farce für die sogenannte amerikanische Friedenspolitik? Guten Abend, verehrte Zuschauer. Herzlich willkommen zur heutigen Klar-TV-Sendung aus dem Studio Münster mit zwei aktuellen Berichten über die Ukraine. Im Osten der Ukraine stößt man auf zwei sich im Bau befindlichen Konzentrations-Migrationszentren, angeblich für Gesetzlose und Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten. Beide Projekte werden in englischer Sprache beschrieben, von einer türkischen Firma ausgeführt und von der EU in bar mitfinanziert. Die Übergabe der für 2015 geplanten Komplexe ist mittlerweile auf Juli 2014 vorgeschoben worden. Die weit abgelegenen Lager sind umgeben von einem meterhohen Stacheldrahtzaun. Die illegitime Regierung in Kiew verabschiedete am 8.4.2014 ein Gesetz, das Bürger der Ukraine, die an Kundgebungen und Protestaktionen für die Wiedereingliederung in die Russische Föderation teilnehmen und Widerstand an Militärsaktionen leisten, als Landesverräter zu Gefängnisstrafen verurteilt werden. Ist das alles Zufall? Wir bringen noch eine weitere Information, was sich derzeit in der Ukraine abspielt. Dort sind amerikanische Kämpfer in ukrainischer Uniform eingeschleust worden. Es wurden mindestens 150 Kämpfer der privaten US-Militärorganisation Greystorm, die eine der größten privaten Militärfirmen des Westens und eng mit dem Geheimdienst verbunden ist, in die Ukraine entsendet. Damit setzen die Vereinigten Staaten nach Einschätzung des russischen Experten Igor Korotschenko eine gewaltsame Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine fort. Vor Ort sind die Amerikaner in Uniform der ukrainischen Spezialeinheiten Sokol gekleidet worden. Greystone-Kämpfer zeichnen sich durch besondere Brutalität aus. Ihre Aufgabe ist es, Proteste von Einwohnern der südöstlichen Regionen gegen die Politik der Kiewer Behörden niederzuschlagen. Einmal mehr tritt die USA das Völkerrecht mit Füßen. Ergänzend dazu ein Zitat von Franz Josef Strauß, dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden, der sich 1970 wie folgt äußerte: Man muss sich der nationalen Kräfte bedienen, auch wenn sie noch so reaktionär sind. Hinterher ist es immer möglich, sie elegant abzuservieren. Denn mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich sein. Liebe Zuschauer, die ukrainischen Bürger befinden sich in einer Situation, die sie nachweislich nicht selber herbeigeführt haben. Mit dem Verbreiten der Wahrheit über diese Missstände helfen sie ihnen aus der lebensgefährlichen Situation heraus. Vielen Dank und einen schönen Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.